Herzlich willkommen. Ich begrüße Sie aus der Abteilung für Innere Medizin mit Schwerpunkt Kardiologie hier in den DRK-Kliniken Berlin-Westend. Mein Name ist Sascha Rolf. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Christian Opitz. Wir stehen hier zu zweit, weil wir unterschiedliche Leistungsschwerpunkte vertreten. Ich als Elektrophysiologe kümmere mich hauptsächlich um die Herzrhythmusstörungen, insbesondere die Katheterablationen, aber auch zum Beispiel Implantationen von Geräten wie den Herzschrittmacher oder Defibrillatoren. Ich verantworte eher die anderen Teile der Kardiologie, wie die bildgebenden Untersuchungen, zum Beispiel Ultraschall, Herz-CT oder Cardio-MRT, sowie um die Diagnostik invasiv in den Herzkatheterlaboren und die entsprechenden Behandlungen. Insgesamt sind wir hier am Klinikum Westend mit den modernsten diagnostischen und therapeutischen Methoden zur Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen ausgestattet. Trotzdem versuchen wir im Einzelfall für jeden Patienten zu entscheiden, welche dieser Methoden sinnvoll und angebracht sind. Insgesamt versuchen wir als Team aus Pflegekräften und Ärzten, jeden Patienten bestmöglich zu behandeln. Und wie fühlt sich Herzrasen an? Als Herzrasen bezeichnet man schnelle Herzfrequenzen, definitionsgemäß so ab 100 Schläge pro Minute, aber gar nicht mal so selten bis zu 200 Schläge pro Minute. Und zwar solche Momente der Steigerung der Herzfrequenz, die sich anderweitig nicht erklären lassen, zum Beispiel durch körperliche Belastung oder emotionale Stresssituation. Und das kann dann einhergehen mit dem Gefühl von Herzrasen, Schwindel bis hin zur Ohnmacht. Was können mögliche Ursachen für Herzrasen sein? Die Ursachen für Herzrasen sind vielfältig. Man unterscheidet gutartige und bösartige Formen von Herzrasen. Die bösartigen Formen von Herzrasen treten meistens auf bei Patienten mit struktureller Herzerkrankung. Das Paradebeispiel ist der Patient nach Herzinfarkt, bei dem sogenannte Kammertachykardien auftreten können, also Herzrasen aus der Herzkammer. Und das ist im Gegensatz zu Herzrasen aus dem Herzvorhof darum so gefährlich, weil es besonders schnell werden kann. Die gutartigen Formen von Herzrasen betreffen meistens Patienten ohne jegliche strukturelle Herzerkrankung. Also herzgesunde, gar nicht mal so selten junge Patienten. Bei diesen Formen von Herzrasen ist die Besonderheit, dass im Vorhof noch der sogenannte AV-Knoten hinterhergeschaltet ist. Und der verhindert, dass die Herzfrequenzen über 200 überschreiten. Das wiederum macht es weniger gefährlich. Die Ursachen für Vorhoftachykardien sind häufig angeborene oder erworbene Kurzschlussverbindungen oder Triggerherde im Vorhof außerhalb des Sinusknotens. Der Vollständigkeit halber sei hier noch gesagt, dass auch Vorhofflimmern oder Vorhofflattern, die häufigsten Rhythmusstörungen der Welt, auch zu Herzrasen führen können. Welche weiteren Symptome oder Begleiterscheinungen gibt es bei Herzrasen? Die bösartigen Formen aus der Herzkammer bei Patienten mit vorbestehender Herzerkrankung können zu plötzlichen Leistungsabfällen führen, zu Ohnmachtsanfällen bis hin zum plötzlichen Herztod. Die gutartigen Formen von Herzrasen führen seltener zu Ohnmacht und noch viel seltener zum plötzlichen Herztod. Hier sind die Beschwerden vor allen Dingen plötzlich beginnende, plötzlich endende Formen von Herzrasen assoziiert mit Unwohlsein, Leistungsabfall, Kurzatmigkeit, meistens dauern solche Episoden Minuten bis Stunden. Der Leidensdruck der Patienten wird zumeist dadurch bestimmt, wie schnell dieses Herzrasen ist, wie lange es dauert und wie oft es auftritt. Wie gefährlich kann ein plötzlich oder vermehrt auftretendes Herzrasen sein? Wenn Sie schon einmal ein Herzrasen erlebt haben, was plötzlich und unerklärbar aufgetreten ist, sollten Sie dies auf jeden Fall abklären lassen, insbesondere wenn Sie dies das erste Mal erlebt haben. Sind die Beschwerden akut bedrohlich, kommt es gar zu einer Ohnmacht oder einem Herz-Kreislauf-Zusammenbruch, muss umgehend ein Notarzt verständigt werden. Sind die Beschwerden weniger bedrohlich, ist die Rhythmusstörung vielleicht sogar schon beendet, dann sollten Sie zeitnah einen Arzt aufsuchen. Das kann, wenn der Leidensdruck groß war, bedeuten, dass Sie zur nächstgelegenen Notaufnahme sich begeben. Wie wird eine Diagnose erstellt? Das zentrale Diagnosemittel ist das EKG. Hat die Herzrhythmusstörung bereits aufgehört? Sollte eine Dokumentation mittels Langzeit-EKG
Ereignisrekorder, Finger-EKG oder EKG-Uhr erfolgen. Es gilt prinzipiell auch nach beendeter Herzrhythmusstörung, dass eine kardiologische Abklärung erfolgen sollte, denn man muss ja herausfinden oder die Wahrscheinlichkeit klären, ob es sich um eine böse oder um eine gutartige Herzrhythmusstörung gehandelt hat. Wie wird Herzrasen behandelt? Zur Behandlung der bösartigen Form von Herzrasen stehen in der Regel implantierbare Defibrillatoren zur Verfügung, Katheterablation, also die Verödung per Herzkatheter oder Herzrhythmusmedikament. Bei den gutartigen Formen von Herzrasen ist es so, dass die Katheterablation ganz im Vordergrund steht und Therapie der Wahl ist. Denn die Herzrhythmusstörungen können in der Regel kurativ und andauernd damit behandelt werden. Hier stehen die Herzrhythmusmedikamente eher im Hintergrund. Um ein Behandlungskonzept zu finden, das ganz individuell auf Sie zugeschnitten ist, wird Ihr behandelnder Hausarzt oder Kardiologe Sie in der Regel in einer Herzrhythmussprechstunde vorstellen, so eine, wie sie es auch hier in unserem Haus gibt. Was kann ich selbst unternehmen, um meinen Herzschlag zu beruhigen? Die gutartigen Formen von Herzrasen sprechen manchmal auf sogenannte Valsalva-Manöver an. Das heißt, hinlegen, pressen, Beine hoch, solche Maßnahmen können manchmal helfen, diese Form von Herzrasen zu beenden.